Da seid ihr ja. Was mit Bose los? Und wow, was ist das alles für Zeug? Habt ihr das gerade erst aufgebaut? Nein. In diesem Hotel gehören Neurofusionskammern zum Standardzimmerinventar. Natürlich waren wir das. Ganz schön flink. Und wozu braucht man so ein Neuro-Dingens? Kann man damit verschlüsselte Sender gucken? Oh Gott. Das auch. Hauptsächlich repariert es aber Golds Gehirnimplantat. Gehirn? Du weißt doch, die Wiederverschmelzung ihrer Charakterfacetten. Ja, genau. Ja? Ihr gesamtes Bewusstsein war auf einer Datasette gespeichert. Richtig. Zusammen mit den Aufstiegscodes. Die ihr für den Zutritt zum Hochboot braucht. Genau. Nach diesem Eingriff ist Goal wieder ganz die Alte. Und dann kannst du auch die Dusche wieder benutzen. Dusche? Wozu? Naja, für den Aufstiegszoll. Oder dachtest du, sie lassen dich so nach Elysium? Hä? Was soll das denn nun wieder heißen? Ich meine ja nur, nach allem, was wir über diesen Cletus wissen, ist er ein extrem reinlicher Mensch. Wenn du also in seine Rolle schlüpfen willst... Ah, lass mich mal machen. Kümmert ihr euch erstmal um Goal? Oder muss ich euch dabei auch noch helfen? Nicht nötig. Es ist fast alles bereit. Cool. Fast? Was fehlt denn noch? Fast? Und ich find's sehr verstörend, dass Doc sein Glasauge die ganze Zeit hin und her wut und immer irgendwo anders hinguckt. Und warum ist Bose da jetzt so eingefroren und alles? Ach ja, genau, ich habe ja die Heizungen überall ausgestellt. Was meinst du mit fast? Oh, nichts Schlimmes. Ich muss nur noch das Dateninterface kalibrieren. Ja, ja, klar. Und wieder einmal muss ich die Karre in den Dreck ziehen, stimmt's? Nicht doch. Kein Problem. So ein Datengedöns filetiere ich doch mit links. Ah. Man muss einfach hier drücken. Nein! Und? Rufus, nein! Das drosselt die Brennstäbe. Ach, die können das ab. Rufus, dieses Kalibrieren ist doch eigentlich viel zu simpel für dich. Warum kümmerst du dich nicht um die viel schwierigere Profimission? Profimission? Na klar, Doc braucht noch dieses Ding, das sich nicht in diesem Hotelzimmer befindet. Oh, genau. Dieses Plasma... Austausch... Flubbidiwupp... Mammutfell. Relais. Ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammutfell-Relais? Schwer zu beschaffen. Für Anfänger von eurer Sorte vielleicht. Einen Profi wie mich kostet das nur einen Jiffy. Was ist denn ein Jiffy schon wieder? Irgendwo habe ich so eine Tasche doch schon mal gesehen. Kann ich mir deine Tasche ausleihen? Na klar. Nimm sie ruhig. Immerhin hast du mir ja bislang nur meine Lebensgrundlage und mein Zuhause genommen. Warum dann nicht auch die Tasche mit meinen letzten Besitztümern? Cool, danke. Sehr aufmerksam. Oh Gott. Igitt, ist die fleckig. Hey, das war Ironie. Hab ich mir schon gedacht. Vielleicht solltest du dich beim nächsten Mal hinsetzen, wenn du sie schon mit aufs Klo nehmen musst. Boah. Rufus ist so ein Arsch, um ehrlich zu sein. Mal gucken, was Bozo alles mit sich rumträgt. Vielleicht ist ja was Brauchbares dabei. Unterwäsche. Ein Drei-Mann-Zelt. Ach nein, es ist noch mehr Unterwäsche. Aber hey, was ist das? Ein Schampon. Halte ich hier etwa das Geheimnis seiner glänzenden Lockenpracht in Händen? Ja, das tust du. Und zwar ein Shampoo. Oh, da hängt ein handgeschriebenes Etikett an der Flasche. Mein liebes Berli. Berli. Ich habe dir etwas von meinem selbstgemachten Spezialschampon eingepackt. Es enthält die geheime Zutat, die dein Haar so schön voll macht. Also pass gut darauf auf. Immerhin musste dein kleiner Bruder dafür auf sein Frühstück verzichten. Läuse, Schuppen, Haarausfall. Tja, der Vorbesitzer dieses Kopfkissens hätte ein besseres Shampoo benutzen sollen. So sieht's mal aus. Ah, Zahncreme. Oh, ich trage erstaunlich viele Hygieneartikel mit mir rum. Wenn das ein Omen sein soll, so sei es hiermit ignoriert. Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Das würde ich noch nicht... Das würde ich... Das würde ich...
Diese Situation ist verkorkst, nicht verkorkt. Wichtiger Unterschied. Ah, schön. Na, mal gucken, kann man da. Diese Situation ist wichtiger. Ja. Diese sind wichtig. Ich, wohl Zahnpasta ist nutzlos. Das eine erzeugt Husten, das andere Fieber. Das macht schon mal 50% der Symptome einer Schüttelpockeninfektion. Ja, die anderen 50% sind keine Ahnung. Dieser Plan könnte zwar noch ein bisschen Würze vertragen, aber ich dachte da eigentlich an etwas anderes. Oregano. Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen? Ja, das hatten wir schon mal. Dieser Plan könnte zwar noch, aber ich dachte... Oregano. Okay, gut. Dann quatschen wir vielleicht so noch. Warum zieht er sich nicht endlich was an? Der holt sich noch die Schüttelpocken. Und wenn er es nicht tut, hole ich sie ihm halt. Freunde tun sowas füreinander. Na, Boso, du alter... Pirat, sag es ruhig. Hä? Nee, wie kannst du denn ein Pirat sein? So ganz ohne Kutter. Du Altersflecken-Endlager, wollte ich sagen. Zieh dir mal lieber was an. Du willst doch nicht, dass Gold sofort wieder ins Koma fällt, sobald sie aufwacht, oder? Die arme Goal hat's aber auch nicht leicht immer. Immer wieder passiert irgendwas mit ihr und immer wieder sind wir schuld. Und ja, mal sehen. War das nicht krass vorhin? Geht so. Oh je, du bist unglücklich, nicht wahr? Ja, unglücklich, ach was, warum nur? Ausdruck. Das wäre ich wohl auch an deiner Stelle. Immerhin hast du die ganze coole Action verschlafen. Komm schon. Nun lach doch mal wieder. Warum sollte ich? Mein Kutter ist kaputt. Ist doch kein Weltuntergang. Die Welt geht unter. Nicht vor morgen früh. Und etwas Vernünftiges zu essen gibt es hier auch nicht. Mecker, mecker, motz, motz. Du klingst schon fast wie meine Ex-Freundin. Toni. Oder mein ex-bester Freund Wenzel. Oder jeder andere, der einen größeren Zeitraum mit mir verbracht hat. Und das bringt dich nicht irgendwie zum Nachdenken? Um mich zum Nachdenken zu bringen, muss schon deutlich mehr passieren. Ja, das war auch mein Eindruck. Willst du dir jetzt nicht langsam mal was anziehen? Geht nicht. Meine Klamotten sind in der Wäsche. Und wenn ich sie dir bringe, ziehst du dir dann endlich mal was über? Warum sollte ich? Du frierst doch bestimmt. Du frierst doch bestimmt. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja... Was ein echter Pirat ist. Und ein Pirat. Wer hat dir denn den Quatsch eingeredet? Naja, eigentlich warst du das. Ach, Herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon, schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Pah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüppelpocken hole... Ey, das ist echt mies. Mittlerweile hat sich der arme Boso, der immer gut war, immer schön nett und sonst was alles zu uns gewesen ist, damit abgefunden, dass wir ihn Piraten nennen und jetzt zieht Rufus sie damit auf, dass er keinen Kutter mehr hat und alles und dass er doch kein Pirat ist und, oh, echt mies. Naja, ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Unsinn. Dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Rufus, du planst doch nicht etwa, mich mit Schüttelpocken zu infizieren. Oh nein, nein. Ich habe nur gesagt, dass du sie dir holst. Wie du das machst, bleibt mein Geheimnis. Oh je. Deine Blöße würgt mein Ästhetikempfinden. Insbesondere, wenn du diese Sache mit den Beinen machst. Sehr schöne Anspielung auf Basic Instinct. Sehr geil gemacht. Basic Instinct war, glaube ich, richtig, ne? Die berühmte Szene mit, wo sie, ja, wo da die eine Frau verhört wird und dann einmal die Beine auseinanderklappt und wieder zusammen und man sieht, dass sie keine Unterwäsche anhat. Es ist immerhin eine Frau anwesend. Goal, auf mich wirkt sie eher abwesend. Und so lange könntest du mir ruhig mal die Beinfreiheit gönnen. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, eine passende Hose in meiner Größe zu finden. Na gut, es ist eine abwesende Frau anwesend.
Aber ist das ein Grund, gleich auf ihr herumzutrampeln? Sie ist ja jetzt schon ganz rot. Rufus, ich glaube, du stehst auf ihrem Beatmungsschlauch. Oh. Egal. Es geht hier nicht um irgendwelche Schläuche. Es geht hier um... Beinfreiheit? Genau. Nicht, dass ich jetzt weniger Beinfreiheit hätte. Ich denke da auch an Doc. Mach dir mal keine Sorgen um meine Beinfreiheit, Junge. Apropos, warum sieht man eigentlich nie deine Beine? Genau! Belassen wir es doch einfach bei... Mach dir keine Sorgen, Junge. Was auch immer. Wie geil das einfach mal ist, dass sie das aufgegriffen haben. Das ist, glaube ich, schon jedem aufgefallen, der Leponia gespielt hat. Und wenn nicht, ist es euch jetzt aufgefallen. Man sieht nie die Beine vom Doc. Nie. In keinem der Spiele. Und Gott. Naja, vielleicht kriegen wir ja bis zum Ende des Spiels doch noch Docs Beine zu Gesicht. Das ist eigentlich noch das größere Mysterium, als was passiert, wenn Goal wieder aufwacht. So nach dem Motto. Ja, bitte macht das mit den Beinen nicht nochmal. Ich bin ja froh, dass man hier jetzt nichts gesehen hat. Aber da wir seine ganze Unterwäsche haben, hat er wirklich nichts an. Ich brauche dieses Handtuch. Okay. Nein! Nicht! Du weißt auch nicht, was du willst. Neue Augen. Okay, brauchen wir nicht. Ach, mach doch, was du willst. Okay. Nicht das, nicht das. Außer der Sache mit den Beinen, hörst du? Alles, nur nicht das. Sagtest du eben, dass du Hunger hast? Ach, das hast du mitbekommen? Klar. Tja, das nennt man selektive Wahrnehmung. So eine Art mentale Superkraft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Spreu in die linke. Weizen in die rechte Gehirnhälfte. Ja, ich bin schon ein Früchtchen. Wenn du mir etwas zu essen besorgen willst, im Souterrain steht ein Pastetenautomat. Den habe ich mir schon mal angeguckt. Ich muss erst noch rausfinden, inwiefern mich das weiterbringt. Was? Naja, ich bring dir was zu essen und da habe ich dann auch irgendwas von. Läuft doch immer so. Wie wäre es mit dem guten Gefühl, einem Freund einen Gefallen getan ja, zu haben? Ja, so ungefähr. Hä? Nein, nicht sowas. Ich meine was Nützliches. Nee. Ein Köderfisch oder so. Ein Köderfisch, klar. So, hast du immer noch Hunger? Komm schon, zieh dir bitte was an. Erlöse mich von dem Augenblick. Sorry, ich muss weg hier. Sorry, ich muss hier weg. Nimm's nicht persönlich. Es ist einfach nur dein abscheuliches Aussehen. Oh. Meine Augen sind schon ganz vereitert. Kannst du ihm nicht wenigstens seine Unterwäsche zurückgeben? Danke, dass ich deine Tasche nehmen darf. Das habe ich nie gesagt. Warum auch? Freunde verstehen sich auch ohne Worte. Oh, Rufus ist so ein Arsch. Warum sieht man eigentlich nie seine Beine? Eben. Quatschen wir mal nochmal mit Doc. Zum tausendsten Mal, Rufus. Du bekommst deinen Flummi erst zurück, wenn du mir verrätst, wie die Puddingreste in meinen Teilchenbeschleuniger gekommen sind. Erstens war das gar kein Pudding. Und zweitens... Was soll ich, was soll ich noch gleich besorgen? Ein Mammutfell. Fluppidiwupp. Plasma. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Ich soll natürlich ein Plasma-Austausch Fluppidiwupp Mammutfell-Relais besorgen. Na klar. Eine so wichtige Aufgabe würde ich doch nie vergessen. Ein Plasma-Mammutfell-Fluppidiwupp-Relais-Dingens. Wie kommt das Kalibrieren voran? Es käme schneller voran, wenn du ein Plasma-Austausch-Fluppidiwupp-Mammutfell-Relais besorgen. Genau das. Nicht wahr? Genau. Was würdet ihr nur ohne mich machen? Genau. Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange von meiner wichtigen Profimission abgehalten. Je weiter du vom Zimmer entfernt bist, desto weniger können wir dich stören. Das macht irgendwo einen Sinn. Sie ist schon wieder bewusstlos. Diesmal gehört es allerdings zum Plan. Richtig, diesmal gehört es wirklich dazu. Haben wir denn hier sonst noch irgendwas? Da haben wir noch was, die Gegensprechanlage. Sonst haben wir... Oh doch! Ein Drittelschrauber. Wie praktisch. Ich ziehe Muttern eh immer nur zu einem Drittel an, weil sie irgendwann ja sowieso wieder voll allein runterfallen. Ah, okay. Nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Ich sagte Finger weg. Ist ja schon gut. Okay, dann gucken wir mal. Über dieses Telefon bekommt man eine Verbindung zur Rezeption und kleine Bläschen am Mundwinkel. Oh, Bläschen am Mundwinkel haben, will ich. Hallo, Rezeption? Du bist des Todes. Was bin ich? Wirklich?
kleiner Scherz. Hier ist natürlich die Rezeption. Immer zu Diensten. Es sei denn, Sie sind der Typ, der im Aufzug stecken geblieben ist. Aufzug? Ich habe hier noch gar keinen Aufzug gesehen. Ich auch nicht. Darum kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Gehen Sie bitte aus der Leitung. Warten Sie, ich rufe doch aus meinem Zimmer an. Na, das ist freilich etwas anderes. Wie lautet Ihre Zimmernummer? 5. Guck mal kurz, Zimmer 1. Zimmer 1. Das ist unmöglich. Zimmer 1 ist nicht vermietet. Und Stimmen aus dem Jenseits gibt es dort auch nicht. Im Gegensatz zu den anderen Zimmern. Lassen Sie sich eine bessere Geschichte einfallen. Sagte ich Zimmer 1? Ich meinte natürlich... Zimmer 5 machen wir als letztes. Zimmer 3. Ah, endlich erreiche ich Sie mal. Ich habe hier mehrere Beschwerden gegen Sie vorliegen. Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung... Normale Belästigung? Ach nein, warten Sie. Das sind die Beschwerden gegen mich. Wie dem auch sei. Viel wichtiger ist doch, dass Sie Ihre Lieferung noch nicht bezahlt haben. Wozu brauchen Sie überhaupt die ganzen Hühner? Hab ich Zimmer 3 gesagt? Ich meinte natürlich... Zimmer 9. Zimmer 9. Ah, die Dämonen aus dem verfluchten Hotelzimmer. Dem am meisten verfluchten. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hab doch alles getan, was ihr verlangt habt. Das alte Ehepaar, der freundliche Autor, sogar die junge Schauspielerin. Was? Alles erledigt. Na gut, ich hab eure Betten nicht neu bezogen. Aber irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Sagte ich Zimmer 9? Ich meinte natürlich... Und sowieso, solange du uns unseren Flummi nicht wieder gibst, ist sowieso alles fürs andere Ende der Nahrungskette, weil ich will meinen Flummi haben. Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie arme Wurst. Ich würde gerne etwas essen. Oh, Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie denn schon Ihren Menüplan an der Rezeption abgeholt? Nö. Wir bräuchten dringend frische Handtücher. Oh, dann sind Sie im falschen Hotel. So etwas hatten wir hier schon seit Jahren nicht mehr. Und was soll ich dann als Andenken mitnehmen? Wie wär's mit einer ansteckenden Infektionskrankheit? Sie werden sich noch jahrelang an uns erinnern, sofern die Welt bis dahin noch nicht untergegangen ist. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Sagen Sie mal, haben Sie zufällig im Plasma-Ausstoßflug die Wupp-Mammut-Fellrelais? Das ist ein viel zu langer Titel, als dass ich den als Videotitel benutzen könnte. Aber wir brauchen den Schrauber, damit wir die Mutter rausnehmen können, damit wir uns die Schlüssel holen können, damit wir zum Beispiel nach Zimmer 1 kommen oder so. Sagen Sie mal, haben Sie zufällig ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Gut möglich. Warten Sie bitte kurz, während ich im Keller nachschaue. Ich kann genau hören, wie Sie in die Muschel atmen. Tja. Sie haben mich ertappt. Ihre Rechnung für interne Telefonate müssen Sie trotzdem bezahlen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Rechnung für interne Telefonate, na super. Verwählt. Kein Problem, das kommt häufiger vor. Wir glauben, dass es an den elektromagnetischen Strahlen des Atommüllendlagers liegt. Oder am Indianerfriedhof. Eins von beidem. Das Atommüllendlager, du meinst also Gorleben, theoretisch. Na, wie auch immer. Ich würde für diese Aufnahme erstmal sagen, wär's das mit Goodbye, Deponia. Und ja, ich werde jetzt erstmal die Folgen so rendern und so und also bearbeiten, rendern, wie auch immer. Alles möglich machen. Gesundheit, Boso. Gesundheit, auch wenn du gerade gehustet hast. Egal. Damit ihr die auch am Montag bekommt. Eventuell sogar jetzt schon am Samstag, weil ich nehme das gerade am Freitag auf und so. Wenn nicht, dann erst am Montag. Ich weiß noch nicht genau. Oder am Sonntag. Wie dem auch sei, ich beende diese Aufnahme jetzt erstmal, sage danke fürs Zusehen, ich bin HBK und sage dann mal Tschüss, bis dann, wenn Deponia bis dahin nicht untergegangen ist oder so.